Schauspieler und Politiker haben vieles gemeinsam. Wir wollen Hauptrollen spielen, pflegen die Kunst der Täuschung und haben eine starke menschliche Ausstrahlung. Es ist besonders reizend, dass Sie heute Abend für unsere Zuschauer Ihre berühmte, unverwechselbare Horrormaske angelegt haben. Wer hat sie entworfen? Oder war das Ihre eigene Idee? Wie entworfen? Was für eine Maske? Ich weiß über die Erkrankung, die wird für mich nicht so schlimm sein, aber ich bleibe jetzt besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Was mir allerdings sehr wichtig ist, ist noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt ja in eine neue Phase der Pandemie kommen und dass es jetzt notwendig sein wird, dass wir bei all den Lockerungen auch wirklich Sicherheit haben, dass die Menschen sich an die Grundgebote halten, also Abstand, Mundschutz tragen, mit Nasenschutz, aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist ganz wichtig. Auffällig ist aber, dass man sie selbst noch nie mit einer Maske gesehen hat. Woran liegt das? Tja, wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen. Und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich. Sonst hätten sie mich auch schon mit Maske sehen können. Ich verrate ihnen aber nicht, wann ich wo einkaufen gehe. Es wird auch andere Gelegenheiten geben, wo ich sicherlich noch mit Maske zu sehen sein werde. Tja, gesagt, getan, heute war es dann soweit. Ja, die Kanzlerin vorbildlich, wie wir hier gerade sehen, mit Mundschutz vor ihrer Rede zur EU-Ratspräsidentschaft. Und als sie dann den Platz einnimmt auf der Regierungsbank, nimmt sie die Maske wieder ab. Die Stühle dort haben nämlich einen Abstand von 1,50 Meter zueinander. Ja, großen Respekt auch von mir. Nehmen Sie das auch bitte den Kolleginnen und Kollegen nach Lübeck mit. Ja? Das mache ich sehr gerne. Danke. Ja. Will ich das mal eben loswerden? Herr Steinmeier, vielleicht ein Stück noch zurückgehen. Ich bin selbst medizinischer Laie, trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz jedenfalls empfehlenswerter ist als der Aluhut. Was für eine Maske. Vielleicht bin ich denen einfach zu deutsch.